Das Trainingsgelände am Borussia-Park gleichte heute eher einem Horrorszenario à la The Fog, Nebel des Grauens. Doch so schlecht wie die Sicht beim heutigen Training sind die Aussichten für Borussia Mönchengladbach aktuell wahrlich nicht. Nach 12 Spielen steht die Favre 11 mit 23 Punkten auf Platz 4. Zuletzt gab es einen 2:1 Auswärtserfolg bei Hertha BSC Berlin. Danach gestattete der Schweizer Trainer seinen Spielern einen wohlverdienten Kurzurlaub. Ich glaube, sowieso die letzte Woche so gute Spiele auch auswärts hingelegt haben. Und das ist wieder schön, mal die 3 Punkte mitzunehmen im Auswärtsspiel. Ja, jetzt sind wir eine kleine Gruppe, weil viele auf Länderspiele sind. Und dann haben wir vor allem heute Technik gemacht. Dann können wir das mal ein bisschen bearbeiten. Ne? Der Kurzurlaub ist vorbei. Nun gilt es, die Konzentration auf das nächste Spiel zu lenken. Am Samstag, den 19. November, kommt es vor heimischer Kulisse zum Spitzenduell mit dem SV Werder Bremen. Als Vorbereitung auf diese Partie absolviert der VfL am kommenden Samstag ein Testspiel gegen den Drittligisten Rot-Weiß Oberhausen. Ich meine, das Spiel ist immer anders als Pflichtspiel, aber für die Spieler, die in letzter Zeit ein bisschen weniger gespielt haben, ist es gut, mal 90 Minuten zu spielen. Und dafür sind die Spiele, denke ich, sehr wichtig. Derweil ranken sich weiterhin Wechselgerüchte um Mittelfeldspieler Marco Reus. Neben dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München soll nun auch der englische Premier League Club Arsenal London an dem 22-Jährigen interessiert sein. Von Seiten des Vereins gab es heute dazu aber keine Stellungnahme.